Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Es ist 4 Uhr morgens. Weißt du, was das ist, Weißhaar? Wie wär's, wenn du die Fresse hältst, Priester? Wir sollen unsere Hexersinne einsetzen, um den toten Briefkasten zu finden. Das machen wir jetzt mal schnell. Muss ja irgendwo da so sein. Wieso? Vielleicht? Ich will ja nichts aufnehmen. Ich wollte. Das muss der Briefkasten sein. Gut, dann benutzen wir den mal. Das Signal gegeben. Der Spion müsste vor Mitternacht in Ferneck auftauchen. Okay. Finde dich um Mitternacht am vereinbarten Treffpunkt ein. Halt's Maul. Gut. Brauchst du etwas, Meister? Mm-mm. Eigentlich nicht. So. Was ist denn das da? Ja. Nix. Buchweizen und Hirse sollen wir anbauen. Würde sich lohnen. So. Ich flitze da schon mal hin. Wir machen das jetzt fix. Ich hoffe sehr, dass ich mir damit jetzt nicht irgendwelche Nebenmissionen versaue, aber ich glaube eigentlich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Hier. Jetzt nur noch verstecken und warten. Finde einen guten Ort, um dich zu verstecken. Hinter der Tür das beste Versteck. Ein Klassiker. Ernsthaft, Geralt? Und jetzt? Warten wir oder was? Weißt du was? Dann meditieren wir halt bis dahin, ne? Was soll ich mal? Wollen wir sonst machen, ne? So. Okay. Gut. Punkte haben wir alle vergeben. Okay. Ja. Gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Halte dich bis Mitternacht versteckt. Jetzt ernsthaft? Das ist voll langweilig, wenn ich mich da verstecke. Schnell noch die Bude ausräumen vorher. Na. Ja, Geralt. Mir zwar. Ist noch ganz schön lang bis Mitternacht, ne? Eigentlich steht dir der Bart sehr gut, Geralt, muss ich sagen. Wir könnten den höchstens mal ein bisschen kürzen. Ne? Du bist ein sehr schöner Mann, Geralt. Mach man jetzt. Kannst du die Tür eigentlich wieder zumachen? Nicht? Ja gut, so lange ist nicht mehr. Gucken wir mal.
Also ich finde tatsächlich, ne, ich fand diese Ausrüstung in der Ursprungsversion jetzt nicht so schick, muss ich gestehen. Die ist ja jetzt immer noch nicht so schick, aber jetzt nicht ganz so scheiße, finde ich. Also die ist okay. Ich glaube generell, dass diese Hexerschulenausrüstung. Gerald, jetzt kann ich dir in deinen Kopf gucken, das wollte ich natürlich nicht. Die sehen halt einfach wirklich, glaube ich, am besten aus. So, noch die Verbesserungen finden und dann haben wir das. Tja, Gerald, wenn du rauchen würdest, ne, könntest du jetzt noch gemütlicher rauchen. So. Spannend, ne? Die Folge beginnt wirklich spannend mit Warten. Es gibt übrigens noch eine Mod, wo die dieses Amulett, wo das also rote Augen hat. Das wäre eigentlich ganz cool. Aber jetzt nicht so zwingend notwendig. Gut, das mit den Augen war jetzt auch nicht zwingend notwendig, aber ich finde es immer noch cool. Ich finde, das hat was. So, eine Viertelstunde noch. In dieser sternenklaren Nacht, Geralt. Ist ja sehr unauffällig, wenn sich so ein großer, kräftiger Mann hinter der Tür versteckt, ne? Graf Reuvens Schatz. Ist gleich soweit, Geralt. Wir haben es gleich geschafft. Kann sich nochmal strecken, genau. Mein Gott, der kommt aber wirklich pünktlich auf die Minute, ne? Keine Sekunde zu früh. Ah, jetzt. Ninja Geralt. Hä? Woher wusstest du? Ah, Dijkstra, wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hierfür ein Stelldichein. Mit Triss. Mhm. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst, er kommt. Versteck dich. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch. Du wirst reden. Ist nur eine Frage der Zeit. Also erspare dir und uns deine Hartnäckigkeit. Oder was? Oder ich muss dir wehtun. Die ganze Zeit. Ich sehe, du kennst die Spielregeln eines Verhörs. Ich aber auch. Du bist der Böse, drohst und folterst und die Rote ist die Gute, sympathisch und mit schönen Versprechungen. Und in diesem Punkt irrst du dich. War das genug? Wer? Verpisst euch! Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Triss, hör auf. Aber erst... Bitte. Also, redest du? Kommt auf die Frage an. Reine Neugier. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht. Niemals. Sicher? Ja. Egal, was du tust, Hexe. Ich werde niemals reden. Wir suchen nach Rittersporn.
Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum geht es? Um einen Scheißbaden? Das hättest du gleich sagen sollen, bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Komm zur Sache. Rittersporn ist auf der Tempelinsel. Im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähle ich dir später. Genug. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Freut mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen und... Nicht so schnell. Geralt. Ich weiß. Er hat zu viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... Entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Lösche sein Gedächtnis. Aber ich habe euch geholfen. Ich... Das ist gar nicht so schlimm. Glaub mir. Cecil Angus. Wie fühlst du dich? Hinterhältig. Grausam. Gemein. Ich könnte noch mehr sagen. Aber ich muss hier erstmal raus. Nach Hause gehen, ein Bad nehmen. Und dann trinken, um zu vergessen. Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja, wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Okay. Mal ganz kurz. Nebenquests. Das wäre dann die Hauptquest. Die machen wir natürlich auch. Wir wollen ja unseren Kumpel befreien, ne? Aber ich würde gern wissen, was Triss von uns möchte. Und das würde ich gern zuerst tun. Die ist... Ja. Ich wollte nicht, dass sie ihn tötet. Er hat uns... Es stimmt, er hat uns gesagt, was er weiß, ja. Und jetzt mal ganz im Ernst, das wäre halt... Das wäre falsch gewesen, ihn zu töten. Dann wären wir keinen Dreck besser als die anderen. Du siehst mir äußerst verdächtig aus, Gander. Deshalb. Gedächtnis löschen, auch nicht schön. Ich dachte, da steht einer. Aber immerhin besser als ihn zu töten. Finde ich. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Gut. Dann werden wir mal gucken, was Triss von uns möchte. Schon wieder. Ja, Mord. Ach, das sind noch mehr. So.
Naja, was soll's. Da liegt noch einer. Guck mal doch mal. Die denken, wir haben eine Affäre. Okay. Natürlich, deswegen bin ich ja hier. So, Triss, erzähl doch mal. Ja, Geralt? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Geht so. Warum fragst du? Weil ich ein höflicher Mensch bin? Was macht denn deine Hand? Wie geht es den Fingern? Wird schon wieder. Hör mal, es war meine Idee. Ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Mach dir um mich keine Sorgen. Mach ich auch nicht. Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Gerne. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener. Wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Das soll wohl ein Witz sein. Sollst du etwa auch eine rote Rose halten? Warum hat er nicht erwähnt. Aber wenn du mir welche besorgen willst, sag ich nicht nein. Das ist ein Fischmarkt, Triss. Ich kann dir bestenfalls ein bisschen Salzdorsch besorgen. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut, treffen wir uns dort. Okay. Das machen wir. Die baggert unseren Geralt die ganze Zeit an. Soll ich das mal aufgefallen? Am Fischmarkt. Brauchst du auch Geld, wie? Komm schon. Was? Ach. So, was machst du? Die Pflicht ruft. Ordnung muss sein. Ja, ja. Finde ich auch. So, gut. Jede Menge blaue Jacken. Interessant. Blaue Tunika, an seinem Gürtel hängen Schlüssel. Hier ist noch gar niemand. Da ist ein Schlüssel. Ja? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet jetzt nicht zu streiten, glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit. Hier lang. Es ist nicht weit. Naja, lauf vor. Ich folge dir unauffällig.
so eine Falle. Hilf mir! Aua! Hey, wo ist er denn? Da. Danke dir. Gehen wir. Okay. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen über den jungen Grafen. Warte mal, wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbut... Nun, da wir erste Höflichkeiten ausgetauscht haben, wäre es wohl an der Zeit, dass du dich vorstellst. Herrin Wegelbuts Hausdiener. Ich wollte niemanden beleidigen, Herr. Warum wollte die Herrin Wegelbut sich nicht selbst mit mir treffen? Sie hatte Angst, verfolgt zu werden. Sie ist nervlich ein Wrack in letzter Zeit. Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelbut. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelbut bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Woher weiß Ingrid Wegelbut, wie sie Triss erreicht? Und dass Triss überhaupt die richtige Person ist? Die Herrin Merigold soll auch Myra Weiß beim Verschwinden geholfen haben, als die Hexenjäger hinter ihr her waren. Myra hat der Herrin Ingrid bisweilen magischen Beistand geleistet bei ihren... Gebrechen. Das kann sein. Myra hat mal erwähnt, dass sie eine Adlige behandelt. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbut kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbut. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbut fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Okay. Ja, selbst wenn wir sagen, es ist eine schlechte Idee. Die Triss macht das sowieso, die hört eh nichts ab. Die hört nicht auf uns. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelbuts gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Ach, diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Ja, ich gehe auf jeden Fall mit, weil es gibt 85 Nachspeisen. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Ewald, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Okay. Wams, Hosen und Stiefel sollen wir kaufen. Und eine Fuchsmaske für Triss. Bei Elihal. Die Maske haben wir ja schon gesehen.
Und wir selber haben ja diese... Haben wir die noch? Ja, wir haben die Wolfsmaske. Elegante Maske für einen Maskenball. Aha, haben wir alles. Sehr schön. Also besorgen wir jetzt die Maske für Triss. Und für uns noch ein paar Klamotten. Das machen wir natürlich, obwohl es nur optional ist, aber wir... Machen wir auf jeden Fall. Elihal, mein Freund. Wo bist du? Was sitzt du denn hinter der Tür rum, wie so ein Verbrecher? Hallo. Willst du vielleicht meine frühe... Zeig mal. Ich würde gerne mal... Natürlich, bitte. Ja, das wissen wir alles schon. Okay, wir brauchen... Höflingswams. Das sind ja diese hässlichen, ne? Ach. Fuchsmaske von Triss müssen wir kaufen. Ach. Dann nehmen wir das. Fällt dem Geralt gar nicht, das weiß ich. So. Wiedersehen. Bis dann. Ziehe deine neuen Sachen an, bevor du zu Triss gehst. Okay. Müsste vielleicht die Handschuhe dazu ausziehen, das sieht vielleicht besser aus. Auf jeden Fall. Wow. Entschuldigung. Okay. Geralt, du siehst toll aus. Gefällt dir bestimmt. Mal sehen, ob jetzt irgendwann mal was sagt. Oh, ich bin der weiße Wolf. Niemand? Nicht? Kommt der da? Okay. Sagt keiner was, schade. Ich hab gedacht, die sagen jetzt so, hey, setz die Maske ab. Auch ihr nicht? Und wie lief's mit diesem Heiler? Nicht? Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigenen Sachen. Gut. Während der uns da voll hustet. Er hat es sich bequem gemacht. Meine ganzen Fußböden sind. Mhm. Guck mal, Triss, wie toll ich aussehe. Wo bist du denn? Guck mal, da oben. Triss? Huch. Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint? Ich hab noch Zeit, mich umzuziehen. Wag es ja nicht. Du siehst toll aus. Mhm. Hast du alles gekriegt? Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Also dann, gehen wir? Gott, ich mag Geralt. Es stört ihn nicht, in Blut zu baden, ja, aber so einen Wams anzuziehen, das ist schon schwierig für ihn. Das verstehe ich total. Ich finde das klasse. Ein Maskenball mit Triss Merigold. Guten Tag, Herr. Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelbuth. Die Einladung, bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelbuth im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch.
Lasst bitte eure Schwerter hier. Na schön. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Nun wein doch nicht. Er ist doch nicht der einzige Mann auf der Welt. Aber hallo Vivian. Nun tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Sehe ich einen anderen Baronet. Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward... wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein Neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Gehen wir, Triss. Ich will keine Szene. Vivian! Hey! Du hast mir viel besser gefallen, als du in den Kutschen vor der Passiflora gearbeitet hast. Komm zurück, du Feigling. Was für ein Trottel. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Okay. Ich würde mich hier gerne erstmal ein bisschen umgucken. Wenn ich die kleine Clementine fange, was dann? Was dann? Dann hau ich dir auf dein schäbiges Maul jetzt. Lass mich in Frieden. Ach, die kleine Dame ist ein Biest, was? Ein Biest? Als ob er sie nicht kennt. Kannst du dir das vorstellen? Das arme Mädchen. Da oben ist noch eine Quest verfügbar, sehe ich gerade. Ah, ja. Ich bin ein Kraken. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Triss, dazu sind wir nicht hier. Doch, genau dazu sind wir hier. Nun, Moritz? Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Wer war das? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähl dir die Geschichte ein andermal. Bring uns lieber. Ja, sehen wir uns um. Ich sehe nämlich da drüben schon ein Ausrufezeichen. Noch niemand in Wahrheit. Dann komme ich später wieder. Schwarzen abhängig. Ah, ein weiterer Herausforderer. Herr Devanon hat seinen Platz am Tisch gerade erst freigegeben. Hä? Unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt. Was ist ihm denn passiert? Ein paar gute Männer haben ihn beiseite genommen, damit er sich nicht wehtut. Also spielen wir? Zunächst sollst du gegen Markgraf Wladimir Dekret antreten. Der kann sich das Verlieren leisten. Also dürfte er alles oder nichts spielen. Ach, Karten. Okay, machen wir. Wir können anfangen. Das machen wir auf jeden Fall. Wir haben Cyrilla nämlich dazu gekriegt. Das finde ich geil. Die nehmen wir auf jeden Fall dazu. Wenn sich die Gelegenheit jetzt einmal bietet. Ich nehme mal an, dass wir, wenn wir aus diesem Gelände wieder raus sind, dann nicht nochmal dahin können. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber davon gehe ich jetzt mal aus. Ach, ich will nicht anfangen. Okay, wir haben Spion. Schön. Gut. Ich würde gern einmal den Nebel austauschen. Und sie würde auch einmal austauschen. Okay. Ich fange an. Das will ich als allererstes den Spion. Toll, dass du drei an Karten angeguckt. Herzlichen Glückwunsch.
Okay. Okay. Für sie zählt das nicht, ne, mit den... Ist mir egal. Okay. Damit haben wir schon gewonnen. Ach so, Quatsch. Ich bin da abgebrochen, ja. Okay. Also, noch eine Runde. Wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit nutzen. Dein nächster Gegner, Graf Gomo Seeling. Sein Vater hat einst den Familiensitz im Nimnatal verloren. Gomo tritt offenbar in seine Fußstapfen. Aber unterschätz ihn nicht. Verzweifelte können gefährlich sein. Ja, okay. Wir können anfangen. Ist das wie ein Turnier jetzt, oder? Ich weiß nicht. Scoia'tael. Kein Spion, aber dafür drei Heldenkarten. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir tauschen ihn aus. Und ihn aus. Ah, kein Spion, scheiße. Ich hätte gehofft, ich ziehe einen Spion.
ist jetzt ein bisschen Risiko. Diese scheiß Dopplerkarten gehen mir vielleicht auf den Sack. Er hat nur noch eine. Okay. Ja. Gut, dann legen wir sie. Und dann klatschen wir ihm Cirilla noch um die Ohren. Und haben gewonnen. Ich weiß nicht, wie viele Runden das jetzt hier geht. Also, noch eine Runde? Wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit nutzen. Herr Marius Florin. Sein Amulett aus Zeugeknochen lässt ihn angeblich immer gewinnen. Natürlich könnte ich das kommentieren, aber... Okay, wir machen weiter. Wir können anfangen. Ich will nicht anfangen. Okay, wir haben Spielrunde dabei. Das ist ganz gut. Ich würde gerne den Vierer austauschen. Und ihn her nochmal. Jetzt haben wir zwei Spione, das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Dann den ersten Spion. Passt. Das sind dann 12. Das wären 10, wären 20. Wären 3 Karten, 4 Karten weg. Das geht. Ich habe halt keine Karte zum Wiederbeleben, das ist ein bisschen blöd. Er gibt mir Nebel. Dann hole ich mir meine Karte wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt besiegt kriege mit den Karten, die ich habe. Was hat er noch? Sonnenschein hat er. Gut. Ja, dann krachen wir ihm die Dinger jetzt um die Ohren. Ja. Guck mal, Junge.
Mhm. Bravo! Die liebliche Dame bringt dir eindeutig Glück. Herr, behalt sie. Lass sie niemals gehen. Bravo! Die liebliche Dame bringt dir eindeutig Glück. Herr, behalt sie. Lass sie niemals gehen. Alles klar. Cool. Dann haben wir das jetzt einmal schnell gemacht.